Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Pickups. Ja, es ist schon echt verdammt lange her, seitdem ich euch meine Pickups mal präsentiert habe. Aber das hat einen großen Grund. Die Corona-Krise, also so quasi indirekt. Und zwar sind ja dadurch ja viele, viele Retro-Börsen ausgefallen. Und ich habe so in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, dass diese Retro-Börsen eigentlich wirklich so langsam, aber sicher zu meiner, ich sag mal, Hauptzugangs- oder Einkaufsquelle geworden sind, was zumindest Retro angeht. Deswegen hat sich da eigentlich auch gar nicht so viel angesammelt. Ich habe ein paar Switch-Spiele sind in meine Sammlung gekommen. Die liegen hier gerade links daneben. Ein Retro-Paket und noch ein besonderes Gameboy-Spiel quasi. Deswegen habe ich das so ein bisschen weiter vorangezögert. Da gab es noch einige Vorbestellungen, die noch eintreffen mussten und so weiter. Aber wie gesagt, es ist eigentlich wirklich schade, dass diese Retro-Börsen momentan ausgefallen sind. Aber nun gut, die momentane Situation, da ist sowas natürlich verschmerzbar an dieser Stelle. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr kommt gesund durch diese seltsamen Zeiten auf jeden Fall. Und ich denke mal, nächstes Jahr auf jeden Fall wird es wieder spätestens die Börsen geben. Vielleicht ja schon so, vielleicht so, ne? Im Winter, Herbst vielleicht. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Wir wollen ja mal hoffen, dass das alles gut abläuft auf jeden Fall. Aber genug der langwierigen Vorrede. Wir fangen mehr mit den Spielen an und deswegen habt ihr ja eingeschaltet. Und da fangen wir gleich mit dem einzigen Gameboy-Spiel leider an, was dabei ist. Und zwar Tailgater. Ja, Tailgater, warum ist das jetzt ein besonderes Spiel? Also das ist besonders. Das ist das, was ich vorhin angekündigt habe. Und zwar ist das ja eines dieser etwas teureren Gameboy-Spiele. Ne? Also das habe ich jetzt so ungefähr für 40 Euro gekauft. Das ist, glaube ich, so ein guter Durchschnittskurs. Es ist kein sehr günstiger Preis, aber auch nicht sehr teuer. Zustand ist in Ordnung. Ihr habt es ja an dem Bild gesehen. Aber warum ist das jetzt besonders? Also das Spiel hat mich schon immer mal interessiert. Es wurde ja schon, wurde immer mal wieder hier und da als wirklich ein Hidden Gem gehandelt oder als ein sehr, sehr gutes Spiel auf jeden Fall, was jetzt nicht bei jedem so auf dem Radar ist. Und das Cover und die Grafik hat mich sehr an dieses Revenge of the Gator Pinball-Spiel für den Game Boy erinnert, was ich damals als Kind hoch und runter gezockt habe. Deswegen musste ich das natürlich haben. Und besonders ist es, weil ihr mir das quasi gekauft habt. Also so indirekt. Und zwar, das habe ich ja schon im Januar gekauft. Ich habe auch relativ zügig gleich einen Test dazu gemacht. Also wenn ihr Informationen haben wollt, guckt einfach mal nach dem Test. Habe ich die ersten Werbeeinnahmen, Aufschüttungen von YouTube bekommen. Und so als Feier dachte ich mir, ja, dann gönnst du jetzt einfach mal einen Titel, was du dir sonst vielleicht nicht unbedingt kaufen würdest, weil es einfach so teuer ist. Und deswegen habt ihr mir das quasi spendiert. Zum Spiel selbst, kurz zusammengefasst, super Plattformer, macht sehr viel Spaß, ist halt ein bisschen was anderes als diese Standard-Plattformer und gerade deswegen macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß. Details, wie gesagt, guckt euch am besten den Test an. Ich will das jetzt hier nicht schwafelmäßig zu lange ausarten, sage ich mal. Und dann kommen wir, das war zu Game Boy auf jeden Fall, kommen wir zu dem anderen Retro-Paket. Und zwar habe ich mir bei dem guten Sarobe, ihr seht's, ein paar Super Nintendo-Spiele ja, bestellt oder gekauft, sage ich mal. Da hat er mal so ein bisschen rumgefragt, er hat seine Super Nintendo Sammlung etwas ausgemistet, ob da vielleicht wer Interesse hätte. Eigentlich wollten wir die Sache als Übergabe bei der Börse Montabaur machen, aber ne, die Börse ist ja leider ausgefallen, deswegen hat er mir das alles zugeschickt und ein Spiel habe ich sogar schon als Test verwurstet und zwar Suhl. Ja, Suhl ist ein, ja, ich glaube, wenn man es neutral betrachten würde, ein Standard-Plattformer, hat einen gewissen Charme, ist es aber natürlich nicht perfekt wie Super Mario World oder ähnliches. Ich wollte das Spiel unbedingt haben, weil ich das als Kind auf meinem 386er DOS-PC hoch und runter gespielt habe. Und da wollte ich unbedingt das jetzt auch mal als Super Nintendo-Version haben und ich ging da mit sehr, sehr geilen Erinnerungen ran, muss ich sagen. Und als ich das Testvideo gemacht habe und dafür es natürlich gespielt habe, habe ich immer mehr gemerkt, gut, man hat halt damals alles gespielt, was so über den Weg gelaufen war. Und zugegeben, damals auf dem DOS-PC so ein Plattformer zu haben, das war auch schon durchaus was Besonderes. Also ist es kein schlechtes Spiel, aber wirklich, wirklich gut ist es auch nicht. Es ist halt einer dieser vielen, vielen, ja fast seelenlosen, sag ich mal. Auch wenn sie natürlich hier versucht haben, mit Ninja und Nth Dimension und so weiter hier ein großes Fass aufzumachen. Kann man spielen, muss man aber nicht. Als nächstes, Mortal Kombat. Ich weiß,
Ich bin kein Experte, was Fighting Games angeht. Aber selbst ich weiß, dass die Mortal Kombat Version für das Super Nintendo nicht gerade unbedingt den besten Ruf hat. Und zwar, weil da das herausgeschnitten wurde, was der Mortal Kombat ja eigentlich bekannt macht. Das Blut. Da hat sich Nintendo so noch so ein bisschen angestellt. Ich glaube, beim zweiten Titel haben sie es dann wieder revidiert und dann gibt es das Blut. Und ja, also Mortal Kombat ist natürlich, ihr kennt alle die Serie, da muss ich ja nicht so viel dazu sagen. Das kommt halt darauf an, ne? Die Finisher-Moves, das ganze Blut und sowas, das macht ja einfach den Charme dieses ganzen Spieles aus. Und wenn sie das einfach wegkürzen, da fehlt halt logischerweise irgendwas. Aber ich wollte es für meine Sammlung haben, mir hat es günstig abgegeben und ja. Kommt bestimmt auch irgendwann mal ein Test dazu. Wobei diese Fighting Games, ein Testvideo zu machen, ist für mich immer so ein bisschen schwierig, weil ich das natürlich, in diesem ganzen Genre, habe ich keine Feinkenntnisse. Deswegen gestalte ich, wenn diese Videos immer so von wegen so ein außenstehender Casual Gamer, wie ich das bin, also zumindest in diesem Genre, und ob man das nicht gut spielen kann oder nicht, wird aber auch bestimmt irgendwann mal verwurstet. Aber allgemein, haut mich bitte nicht, wenn ich bei diesen Fighting Games irgendwie das nicht komplett korrekt einschätzen sollte. Apropos Fighting Games, ein Spiel, was in England erschienen ist, aber nicht in Deutschland und diese wunderschöne schwarze Cartridge hat, und zwar Killer Instinct. Auch ein Fighting Game, hier spielt man, ich glaube, Mutanten, glaube ich. Spielaufnahmen blende ich gleich ein. Es hat von der Arcade her auch einen sehr, sehr geilen Ruf gehabt. Ich weiß auch damals, dass Killer Instinct, die Serie, ziemlich angesagt war. Überlege ich gerade, warum gibt es die eigentlich nicht mehr? Okay, es sind natürlich viele von diesen Fighting-Game-Serien gestorben, aber gefühlt war Killer Instinct also eine ganz große Nummer, ne? Programmiert von Rare. Die haben natürlich Erfahrung und auch Ahnung durchaus. Aber ich glaube, es gab noch einen zweiten Teil, einen dritten Teil vielleicht, aber da gibt es ja hier einige Kandidaten, die sich, wie gesagt, in den Genre wesentlich besser auskennen. Ja, beim Anspielen. Es ist halt ein Fighting Game. Wie gesagt, es hat mir durchaus Spaß gemacht. Das Setting sieht gut aus. Technik sieht auch in Ordnung aus. Aber ob es natürlich jetzt der ganz, ganz große Wurf ist, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich finde es halt wirklich schon alleine wegen der schwarzen Cartridge. Ne? Das macht was her im Regal, sage ich mal. Und auch das für einen günstigen Preis, hatte ich schon länger mal so ein Auge drauf geworfen. Warum nicht? Kommen wir zu dem letzten Super Nintendo Spiel, und zwar Young Merlin. Ja, da habe ich schon viel, viel Interessantes von gehört. Das Spiel ist ja von Westwood. Westwood ist den ein oder anderen wahrscheinlich eher bekannt durch Command & Conquer zum Beispiel. Eine große, große echte Strategieserie. Also eher, zumindest nach meinem Gefühl, eher ein PC-Entwickler. Und das Spiel fand ich sehr interessant, weil das so auf den ersten Blick so ein bisschen wie ein Zelda aussieht. Also auch so ein Top-Down-Rollenspiel-mäßig. Beim Reinspiel fand ich auch den Stil sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also ich muss einfach mal gucken, wann ich mal ein bisschen Zeit habe, da genauer einzusteigen. Macht auf jeden Fall beim Anspielen schon sehr, sehr viel Spaß. Und ich freue mich wirklich, das mal näher zu betrachten, weil das ist, glaube ich, auch so ein Spiel, das hat nicht so jeder auf seiner Liste, aber es sticht ja schon allein aus dieser Masse an Super Nintendo Spielen heraus, dadurch, dass es kein Plattformer oder ähnliches ist. Und das ist natürlich immer interessant auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ich hoffe, es hält seinen guten Ersteindruck auf jeden Fall. Und dann hat der gute Sarobe mir noch ein Goodie draufgelegt, und zwar NBA Pro 98. Immerhin von Konami. PlayStation-Spiel, ja, PlayStation sammle ich ja gar nicht, habe ich nicht. Das würde wahrscheinlich irgendwann mal, ist eine nette Dreingabe, ein Sportspiel. Wird wahrscheinlich dann irgendwann mal als Bonus in irgendein Paket Weihnachtswichteln oder keine Ahnung, also nicht als Hauptgeschenk, Gottes Willen, beiliegen. Wird weiter auf jeden Fall auf die Reise gehen. Ja. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Sportspiele bin ich noch nicht mal ansatzweise ein Experte. Das wisst ihr, das erwähne ich immer wieder ungefragt. Aber Basketball ist auch so ein Sport, mit dem ich mich noch weniger auskenne. Aber danke auf jeden Fall für die Dreingabe. Ich hoffe, das wird wahrscheinlich immer so weiter nach und nach verschenkt werden, bis es irgendeinen vielleicht mal erwischt, der seine Freude dran hat. Kommen wir zu den Switch-Spielen. Und zwar als erstes Bad North. Das ist bei mir vorletzte Woche eingetroffen. Sehr, sehr geiles Strategiespiel. Das ist ein Limited-One-Spiel. Und ihr habt so kleine Inseln. Und diese kleinen Inseln werden halt von Wikingern angegriffen.
Und in Echtzeit könnt ihr dann eure Truppen kommandieren, ne? Geh mal auf das Feld, verteidige dahin, kommt natürlich von verschiedenen Seiten, ihr müsst immer Häuser verteidigen. Ihr könnt die Truppen natürlich weiter spezialisieren. Es gibt zum Beispiel halt die normalen Nahkämpfer mit Schild und Schwert, die Lanzenträger, die sehr defensiv sind, aber dafür besser verteidigen können, und natürlich die Bogenschützen, ne? Also das typische Stein-Papier-Schere-Prinzip. Und dann müsst ihr halt strategisch diese Inseln verteidigen. Soweit ich weiß, sind die auch einigermaßen zufallsgeneriert, und ihr müsst halt Insel für Insel quasi befreien. Ich habe jetzt schon einige Zeit da rein versetzt, also ihr seht es auch an dem Trailer, den blende ich ja ein, an den Look und so weiter. Ist sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also macht sehr, sehr viel Spaß. Ich finde diesen clean Look sehr schön. Ich habe mich so ein bisschen in das Spiel verliebt, muss ich sagen. Also falls ihr euch dann mal einen guten Strategietitel, der auch gut mit dem Joy-Cons oder mit dem Joypad steuerbar ist, für die Switch besorgen wollt, holt euch Bad North im digitalen Shop. Ich weiß, ist glaube nicht sehr, sehr teuer, aber macht wirklich, wirklich Spaß. Ist auch bei dem guten Joe vom Videospielplatz in seine Top 10. Wenn man 10 und 10 zusammen aussprechen will, dann kommt 10 raus. Wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall ist in der Liste sogar gelandet. Wirklich, je Strategiefan kann ich für die Switch empfehlen. Dann ein weiteres Limited One Spiel, und zwar Blasphemous. Das habe ich jetzt schon länger da. Ich muss mir gerade mal überlegen, bestimmt so seit 2-3 Monaten. Ich habe wirklich seit über ein Vierteljahr keine Pickups gemacht. Das ist in schwer im Nachhinein einzuordnen, weil ich das gekauft habe. Sehr, sehr schönes Spiel. Ich finde vor allen Dingen die Optik und den ganzen Ablauf her super, muss ich sagen. Es hat alles so einen düsteren, religiösen Charme, sage ich mal. Ihr spielt den Büßer und müsst euch durchkämpfen. Der Begriff Dark Souls mäßig ist natürlich etwas ausgelutscht, ich weiß, aber so ein bisschen inspiriert das dabei, dadurch, dass ihr halt mit Bedacht vorgehen müsst. Die Kämpfe sind natürlich nicht einfach. Und ein bisschen Metroidvania ist auch drin, beziehungsweise nicht nur ein bisschen, das ist ein Metroidvania, wo ihr dann euch neue Gebiete freischalten müsst, die ganze Welt. Aber für mich punktet wirklich dieses Spiel vor allen Dingen durch diese ungewöhnliche Welt, weil das alles so wirklich Atmosphäre blutet ohne Ende. Und ich finde, es sieht an einfach super. Ich habe da, glaube ich, so anderthalb Stunden mal reingesteckt, angespielt, und dann habe ich irgendwie den Faden verloren. Ich muss das unbedingt mal wieder aufnehmen, aber momentan fesselt mich so Bad North etwas, muss ich sagen. Nimmt da meine Zeit in Anspruch, aber irgendwann werde ich auf jeden Fall zurückkehren. Hat einen sehr, sehr guten Ruf auf jeden Fall, das Spiel. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr auf diese 2D-Sidescroller, Metroidvania, ein bisschen schwer und sowas steht, ist das euer Shit auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu einem letzten Spiel. Und da muss ich sagen, bin ich geteilter Meinung. Und zwar, ich zeige es euch einfach mal. Es ist die Collector's Edition zu Slabs and Beans. Und zwar von den Kollegen von Strictly Limited. Also auf jeden Fall limitierte Auflage. Die Collector's Edition noch ist eingepackt. Und das liegt daran, dass es erst Anfang der Woche ankam. Ich habe noch keine Zeit, mich groß damit zu beschäftigen. Also zum Spiel selber kann ich euch nichts sagen. Ist ein 2D-Brawler mit Bud Spencer und Terence Hill. So. Jetzt werde ich euch vielleicht fragen, warum ist das jetzt besonders? Und zwar, das Spiel habe ich vor, ich glaube, 9 Monaten. Vor 9 Monaten habe ich das vorbestellt. Und die Jungs von Strictly Limited, für die das nicht unbedingt was sagt, das ist Prinzip Limited One, ist aber eine deutsche Firma. Also es gibt ja mittlerweile wirklich gefühlt unendlich viele dieser Unternehmen, die sich ein Spiel nehmen, eine limitierte physische Auflage machen und ne, tralala. Das ist irgendwas eine deutsche Firma, deswegen sind sie schon mal sehr sympathisch. Nur mich hat es halt sehr enttäuscht, diese Kommunikationspolitik, ne? Also es hat sich immer weiter nach hinten verschoben. Es gibt auf der Webseite auch hier so ein Status-Ding, wo man das nachlesen kann. Und zuerst hieß es Januar, dann okay, gut, März, okay. Okay, jetzt aber wirklich April. Wirklich, wirklich, ohne Scheiß. Und ne, es ist immer so, klar, die hatten natürlich jetzt auch die Jungs durch Corona natürlich auch Lieferverzögerungen und Stress, weil der Scheiß wird natürlich, denke ich mal, auch in Asien produziert worden sein. Alles geschenkt, aber das war schon vor der Corona-Krise längst überfällig, deswegen war ich da etwas unzufrieden. Sie wissen aber immerhin selber, dass sie Scheiße gebaut haben und haben dann diese schöne Karte hier dazu beigelegt. Finde ich denn einen guten Move, dass sie immerhin sagen, okay, Schande über unser Haupt, wir haben Scheiße gespielt. Ich weiß so nicht, ehrlich gesagt, mit diesen Erfahrungen. Klar, es hätte natürlich wesentlich schlimmer sein können und so weiter. Ich hätte mich einfach gefreut, wenn die einfach mal an alle Vorbesteller eine Rundmail geschickt hätten.
und sagen von wegen hier, sorry, es dauert echt länger, dann hätte man Verständnis dazu gehabt. Aber dass man sich selber diese Informationen aus dieser Webseite dann einfach mal wieder rausholen will, muss, finde ich so ein bisschen suboptimal. Also ob ich da nochmal bestelle so schnell, muss ich ehrlich gesagt mal schauen, weil auch die vorherigen Releases, die ich da gekauft habe, da gab es immer Verzögerungen drin. Ich finde, wenn man weiß, dass man nicht diese Termine halten soll, dann sollte man doch von vornherein einfach einen etwas höheren Zeitraum angeben. Und dann ist doch gut, dann kann man sich darauf einstellen. Aber was versprechen und dann irgendwie nie halten, also so einen Monat zu spät, zumindest bei den Editionen, die ich mir immer geholt habe, war da auf jeden Fall immer drin. Und da muss man doch jetzt so langsam die Erfahrungswerte gehabt haben. Ich glaube, die Firma ist jetzt auch schon seit 2-3 Jahren auf dem Markt. Da muss man langsam ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. So als Neufirma sage ich, okay, gut. Ne? Aber ja, wie gesagt, also die haben noch so ein paar Extras dazu gemacht. Denn hier so ein Untersetzer natürlich und nur noch eine Postkarte und so weiter. Also sie haben es natürlich schon, da hat gerade den Leonardo fokussiert. Sie haben es natürlich schon so ein bisschen, okay, wir haben wirklich Scheiße gebaut. Ja, ist in Ordnung, aber wie gesagt, diese Kommunikationspolitik wäre anders doch besser gewesen. Aber das ist jetzt mein Rant. Ich pack's mal aus. Warum ich mir die CE bestellt habe? Ja, Bud Spencer und Terence Hill. Deswegen. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, so in der heutigen Zeit, zumindest geht's mir so. Als Kind habe ich die super gerne gesehen. Das waren wirklich so mal meine Kindheitshelden. Und die Edition heißt auch Childhood Heroes, was ja auch hinkommt. Ich habe die abgefeiert ohne Ende. Aber wenn in einer neueren Zeit, dass man so auf Kabel 1 läuft oder so, denke ich mir immer, okay, gut, so für eine Viertelstunde kann man das gucken. Aber einen ganzen Film, ach, da ist man auch mittlerweile anderes gewohnt. Das ist wirklich nur noch die Nostalgiewelle. Aber ja. Deswegen musste die CE trotzdem haben, weil auch so ein Poster dabei ist und so Pokerchips und sowas. Das ist alles so schön atmosphärisch. Vielleicht, ich habe ja auch noch so ein paar andere CEs hier. Ich packe die einfach alle bei Gelegenheit mal aus und dann schauen wir einfach mal weiter. Aber das waren die Retro Panda Pickups. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr vorhabt. Macht's gut, tschüss.